pneumatische Pumpdingens. Oh oh, ja. Das reicht. So. Tiefer in die Gärten vordringen, aber gern doch. Über diese Brücke muss ich gehen. Das überlassene Artefakt untersuchen. Ach Gott, jetzt lass mich doch mal in Ruhe. Was wollt ihr denn? Das magnetische Artefakt. Nee. Das noch? Stabiler und da haben wir noch eins. Binden, was die Kultisten sonst noch ausgegraben haben. Auch das. Was war denn das? Hey. Okay. Hallo. Stirb bitte. Danke. So, ausgegrabenen Gur töten. Das verstehe ich nicht so richtig, aber egal. Da hinten ist noch ein ausgegrabener irgendwas. Machen wir den auch platt. Himotep. Ja, den sollen wir töten. Gut. Ach, die Götzlinge. Die finde ich von bis dahin ja eigentlich ganz interessant. Hat zwar die gleiche Bewegung, wie die, die ich nicht mag, aber egal. Aha. Weiß nicht, ob das gut war. Aber wir suchen jetzt mal die anderen. Es fehlen ja noch zwei. Die sind groß und die muss man eigentlich gut sehen. Hm? Ich da dann? Da ist noch einer, jawohl. Die Mechaniken werden einem immer klarer. Es sind zwei, ich hasse es, es sind drei, ich hasse es noch mehr. Es sind vier. Ich muss mich heilen, das gibt's ja gar nicht. Komm, dann machen wir es auch so. Das, was du kannst, kann ich auch. Bam. Das geht immer. So, der letzte. Gauer. So, ich hoffe, der Gauer macht mich nicht so sehr.
Entschuldigung. Es ist okay. Ich habe das gar nicht erst gesagt. Na, wird doch. So, wo ist Gauer? Schon weniger Ekliges gesehen. So. Hier oben waren wir schon. Ich weiß es doch nicht. Hier sieht doch alles gleich aus. Das ist der Gauer. Stirbt doch. In Tempel untersuchen. Aber ich doch gerne. Oh, Spinnen? Oh, das sind überall Spinnen. Ich weiß nicht, was ich da töte, aber. Haha. Das ist gar nicht so schlecht. Den Tempel untersuchen. Komm, die Spinnen müssen wir nachher bestimmt sowieso noch wegmachen. Hierupsis. Ah, so viel zu Spinnen. Ich glaube, die Spinnen. Denn da noch? Hallo. Ups. Okay, aber eine Lore kriegen wir. Ey! Wollte ich nicht. Na? Ich wollte das Portal nutzen. Na toll. Naja. Gut, dann gehen wir zu Mutterfährte. Ist er so. Und da kommt der Mann mit dem Lied. Das ist meine kleine Reisende, Mutterfährte. Hallo, Baba. Sie kann den Schmutz reinigen und die Erde nähren. Sie hat mehr gelitten als die meisten anderen. Der Garten ist verderbt. Er muss gereinigt werden. Hab keine Angst. Hilfe ist gekommen. Kanalisiere deinen Geist für uns. Super. Und weiter geht's. Oder? Ich guck mal ganz kurz was. Ach, komm. Wir machen einfach mal noch diese Mission. Es muss ja nicht immer, ne? Im Namen von Echnaton, dem schwarzen Pharao, werden die Toten erweckt und die Kultisten wird den und Kultisten wird finstere Unsterblichkeit verliehen. Die Wächter befürchten, dass ihre alten Kräfte nicht ausreichen, um sie aufzuhalten. Kultisten haben die Tempelruinen in der Nähe übernommen und führen dort nun groteske Rituale durch, um die Toten zu erwecken und ihren finstere Kräfte des schwarzen Pharaos zu verleihen. Gehen Sie dorthin und bringen Sie mehr über Ihre vorherigen Erfahrungen. Nehmen wir. Diese roten Missionen liebe ich einfach. Katzin. Willst du noch etwas spielen? Wir müssen auf Baba warten. Er hat versprochen, mitzuspielen. Mhm. Und er will uns von Los Angeles erzählen, wo man Sterne macht. Die Götter in dieser Stadt müssen aber sehr mächtig sein. Vater hat bestimmt keine Zeit, dir Geschichten zu erzählen oder eine Partie Senet zu spielen. Es geschehen derzeit wichtigere Dinge. Was kann wichtiger sein, als Zeit mit uns zu verbringen? Und von den Reisen zu erzählen. Solange wir zusammenbleiben, sagt Vater, ist alles in Ordnung. Er sagt uns, was wir hören wollen, damit wir dieses Schicksal erfüllen, bei dem wir nichts zu sagen hatten. Negativ.
Nefertari. Er spielt deswegen mit dir, damit du glücklich bleibst und die Tiere beschützt. Und er erzählt deiner Schwester Geschichten über fremde Länder, damit sie Freude an Reisen hat, ohne je irgendwo hinzugehen. Und was macht er dann für dich? Er lässt mich allein. Jetzt bringt die Hand von Aton der Dunkelheit Opfer dar und erweckt die Toten. Und unsere Macht schwindet. Vaters perfekte Familie gerät aus den Fugen und er muss sie zusammenhalten. Ich vermisse Vater. Er wird bald hier sein. Versprochen. Du machst deinem Kind Versprechungen, die du niemals halten kannst. Ja. Glaube mir, eines Tages wirst du dich dafür hassen. Sag mal, sei nicht so eklig. Und außerdem, ein Kind, dieses Kind ist mehrere tausend Jahre alt. So, ist das der erste Tempel? Genau, da haben wir auch die Lore. Ist das die Lore von eben? Da ist er wieder, süß. So, ich will in den Tempel. Ich will die Lore haben. Die ist da unten. Wie komme ich rein? Da. Da oben ist eine andere. Gut. Na, komm, jetzt. Ich will so springen, wie ich will. Och komm, ist nicht da oben. Ich bin kein großartiger Jump'n'Runner. Das merkt man vielleicht. Da oben. Nee, da komme ich so nicht hin. Dann gehen wir einfach mal in den Tempel. Mitte und machen einmal Bam. So, das hat sich gelohnt. Was ist das da? Den kriegt man nicht platt, das ist gemein. So. Bist du, Chef? Da. Oh, der ist echt eklig. Alle tot? Ja. So, weiter in die Tempelanlage vordringen. Ja, so geht das immer weiter. Jetzt, hier bin ich. Von Überträgern säubern. Den Anbieter der Opferung töten. Seid ihr Überträger? Ihr seid Überträger. Ihr seid schon angeschlagen. Naja, zum Teil. Haben wir da noch welche? Ach, dieser Pfeil regt mich auf. Mann, ich will das kriegen. Verdammnisbefallenen Seelen folgen. Ich weiß ja wohin. Oh oh. Wieso wird das jetzt dunkel? Ach. Alle tot? Ja. Es wird hier ganz schön übel dunkel. Juhu. So, daneben. Einen Sarkophag untersuchen. Oh, oh, hallo. Okay.
Da ist doch nur einer, oder? Der da? Zerstören. Einer. Zwei. Drei. Ja. Ihr wollt sterben. So, wo ist der Rest? Da ist noch einer. Sind noch welche da? Da sind noch ganz viele. Zack. Wow, wow, wow. Ja, was ist mit dir? Da hat doch niemand gerufen. So. Den großen Sarkophag untersuchen. Da habe ich... Wieso? Bringt nichts. Drei, ein, weg. Gut. So, den Schrein. Das nahe Portal. Die sind doch bald gleich nah. Was soll denn das? Lasst mich in Ruhe. Wow. Oh oh. Zu töten. Da habe ich total was dagegen. So. Wo ist jetzt dieses Portal? Ich sehe ja gar nichts. Hilfe. Hallo? Oh, 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 oh. Oh, was ist das denn? Was ist denn das? Nee, das habe ich doch schon. So, wie komme ich denn jetzt? Wieso bin ich so langsam? Geht doch. Ah, gut. Nein, nein, nein. Warte, wo will ich denn hin? Ich will dahin. Das sollte doch eigentlich kein Problem sein. Dann gehen wir da lang. Alter Schwede. Da sind wir schon direkt beim Portal. Oh. Oh oh, seht ihr das? Da sind die Post. Ach, die Postkarten, wie süß. Will ich das jetzt wirklich tun? Das ist gelb. Jemand ist in die Hallen der verschollenen Aufzeichnung eingebrochen, eine Lagerstätte erheblicher Geheimnisse. Es wimmelt dort jetzt von Eindringlingen und Dieben, aber die innere Verteidigung kann noch instand gesetzt werden. Die Geheimnisse in den Hallen der verschollenen Aufzeichnung sind wertvoll und werden nicht ohne Grund bewacht. Stellen Sie die Kammern der heiligen Stätte wieder her und verhindern Sie, dass Ihre Weisheit Dieben in die Hände fällt. Okay. Katzin, ich hab Angst.
Näher? Oh, dann die andere Seite. Was ist mit den Toren? Wirklich? Seid ihr sicher? Mit wem redest du da, Kleines? Ach, nur mit den Tieren. Was sagen sie denn? Dass jemand stiehlt. Was stiehlt er? Geheimnisse. Und welche? Halt! Aus der Halle der Aufzeichnungen? Jemand hat die Tore überwunden. Was ist mit der Verteidigung? Sind sie schon in der inneren Halle? Ich werde fragen. Geht hinein, ihr Klein. Noch etwas weiter. Bitte. Ich weiß, ihr habt Angst. Die Skarabäen sagen, es ist alles offen und voller Diebe. Wir müssen die Sicherung reaktivieren. Geht das von hier aus? Die Tiere helfen. Aber sie haben Angst. Sie schaffen es nicht alleine. Dann brauchen wir Hilfe, bevor sie noch was aus der Halle der verschollenen Aufzeichnungen nehmen. Bevor die Tiere vertrieben werden. Und bevor die verbotenen Geheimnisse enthüllt werden. Oh mein Gott. Es ist gelb. Es ist gelb. Und ich muss die Halle, den Eingang zur Halle finden. Ich weiß nicht, ob das so schwierig ist. Oh oh. Wir gehen mal erstmal oben rum, weil runter kommen wir immer. So, da sind wir. Das ist es nicht. Also ist der direkt hier. Auf in den Kampf. Da ist auch ein paar, da ist auch so ein Sprungbrett. Da kommen wir auch wieder hoch. Verschollene. Achso, nee, eine Lichtquelle finden. Brauche ich nicht. Ich habe nämlich noch eine aus Blue Mountain. Okay. Ach ja, die Stirnlampe. Die werde ich nie hergeben. Die brauche ich immer wieder. Oh, 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 oh. Das ist also ein ehemaliger Orochi-Soldat. Und der kann einfach so überall durch. Ich habe Angst. Aber tut mir nichts. Das will ich nicht. Okay. Geht nicht auf. Tun mir nichts gut. Die Nase juckt. Nicht gut. Okay, dann nehmen wir doch die Lore mit. Wow, wow, wow. Die Verteidigungsbarrieren untersuchen. Das fehlende Glied finden. Lass mich raten. Nicht? Och. Ja. Da muss es irgendwo hin. Jetzt fängt meine Nase an zu jucken. Oh, ja. Entschuldigung. Oh je. Nam, 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 nam. Wieso? Achso, ja, gut. Okay, ich verstehe. Ja, da ist das fehlende Glied.
Da ist das andere. Okay, das ist sehr viel. Jump and run. Mit Anlauf. So, wie können wir da hin? Ein. Wow. So, ich habe es ja gefunden, aber da muss ich ja irgendwie hin. Wacher der Geheimnis aktivieren, solange das Segel noch über genug Energie verfügt. Das heißt. Achso, hier, ja. Und wie mache ich das? Und wie mache ich das? Die Feuer? Nein. Ja, und wie? Gegen die Angreifer halten. Ja, da sind sie, ja, genau. Sehr schön. Das sollte ich eigentlich hinkriegen. Aufheben. Heilen. So, wo ist der Schlüssel? Wo ist er? Ich sehe keinen Schlüssel. Kann man von betreten. Also das haben wir schon geschafft. Super. Ja. Oh, Entschuldigung. Du machst mir nichts. Du hast mir doch nichts gemacht. Einen Erfolg nicht geschafft und ich weiß nicht welchen. Das werden wir irgendwann mal machen. Finden, um die Verteidigungsbarriere zu finden. Machen wir ein bisschen sauber. Ah, falsche Taste. Sollte so gehen. Ja. Stufe 3 von 7. Ich hab so Angst. Oh, und?
Den Schlüssel von Ma'at aufnehmen. Das ist der hier. So, machen wir doch mal eine letzte Aufnahmepause bei YouTube und ihr seht, wie es weitergeht in der nächsten Folge.